Buonasera, 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 meine Schalker Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden des Fußballs. Spiel gerade zu Ende gegangen, Schalke verliert in Düsseldorf 5-3. Es ist schwer, da Worte zu finden, wirklich, weil die erste Halbzeit war wie diese Flasche leer. Wie der Trapattoni damals gesagt hat, spielen wie Flasche leer. Habe gespielt, erste Halbzeit, wie Flasche leer. Leer, so leer war die in der ersten Halbzeit. So leer waren die. So leer waren die. Da waren 11 Flaschen auf dem Platz. 11 leere Flaschen waren da auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Da muss ich aber auch den Trainer mitverantwortlich nehmen, weil, wie gesagt, wie ich im Vorbericht gesagt habe, wenn ich die Aufstellung dann sehe, dann packe ich mich am Kopf. Und ich denke mal, viele von euch, wo sie die Aufstellung gesehen haben, haben so gemacht. 100%, 100% viele so gemacht. Ja, und dann haben wir gesehen, nach 30 Minuten stand schon 3-0. Nach 30 Minuten 3-0. Und dann hat der Trainer dreimal ausgewechselt. Dann die zweite Halbzeit. Haben die sich ein bisschen, ich sag mal so, ein bisschen aufgerappelt, weil auch Düsseldorf ein bisschen sich zurückgezogen hat, muss ich sagen. Dann machen wir das 3-1. In der Phase, wo wir das 3-1 machen, musst du als Trainer direkt reagieren und einen Stürmer reinbringen. Direkt einen Stürmer reinbringen. Beim 3-1 Anstoß wechseln, bumm, noch ein Stürmer, um zu zeigen, jetzt wollen wir das 3-2. Nein, Karel. Was machst du? Wir kassieren das 4-1 und dann bringst du erst einen Stürmer rein. Da verstehe ich die Logik nicht. Da verstehe ich absolut nicht die Logik von unserem Trainer. Wo ich immer sage, bei dem Trainer, ich weiß es noch immer nicht. Ich bin absolut nicht überzeugt von diesem Trainer. Und ihr könnt auch erzählen, dass ich den angreife. Ich greife ihn nicht persönlich an. Wie gesagt, persönlich habe ich gegen keinen Spieler was. Es geht nur, was ich auf dem Platz sehe, wie er seine Arbeit macht. Und mit dem Trainer bisher sehe ich keine Fortschritte. Sorry, sehe ich keine Fortschritte. Kämpfen, Leidenschaft in der zweiten Halbzeit. Hey, wenn du dann nicht nochmal zurückkommst und kämpfst, dann weiß ich auch nicht. Dann sind wir alle Blindfische vom Fernseher. Dann machen wir das 4-2 und bei 4-3 war die Hoffnung wieder da. Bei 4-3 war bei uns allen auf einmal wieder die Hoffnung da. Und das war so ein Déjà-vu von vor 6 Jahren, das 4-4 in Dortmund. Wie gesagt, boah, jetzt das 4-4. Ja, und dann kassieren wir das 5-3. Klar, Düsseldorf verdient gewonnen. War wieder ein Spektakel, ein Spiel, Spektakel. Samstagabend, 5, 8 Tore. Aber was ich mich noch frage, das hat jetzt nichts wegen dem Spiel zu tun, aber ihr müsst euch so vorstellen. Du liegst 1-0 zurück, dann kam das Handspiel. Hier, das Foto. Hier zeige ich euch das Foto. Sorry, ey. Ey, das war ein klarer Elfmeter. Ich will ja jetzt nicht sagen, durch den Elfmeter kriegst du den Elfmeter, weißt du nicht, ob das 1-1 kommt, ob er den Elfer reinhaut oder nicht. Aber kriegst du den Elfmeter, kann das der Ausgleich sein, dann kann das Spiel wieder anders laufen. Anders laufen. Aber warum kriegt man da keinen Elfmeter? Deutschland, Türkei, gleiche Szene, gab es Elfmeter. Bei uns wieder nicht. Bei uns nicht, und ich bin zu 100% sicher, zu 1000% sicher, wäre das umgekehrt, wäre das für Düsseldorf gewesen mit dem Handspiel, hätte auf den Punkt gezeigt. Da gebe ich nicht den Schiedsrichter die Schuld, der im Keller sitzt, dem gebe ich die Schuld, nicht dem Schiedsrichter. Hallo, nicht falsch verstehen. Der Schiedsrichter wurde noch nie mal dahin geschickt, mal, um sich das anzugucken. Nein, nein, die im Keller, die sind dran schuld, die sind schuld, die haben den. Ganz für mich klarer Elfmeter, das Foto habt ihr noch hier, ganz klarer Elfmeter nicht gegeben. Ich will mich gar nicht über das wieder aufregen, weil, wie gesagt, ich will nicht jetzt wegen den Elfmeter jetzt sagen, nicht wegen den Elfmeter, nein. Wir sind hinten eine Katastrophe. Wir sind hinten hier, Flasche leer. Wie die Flasche, so sind wir hinten. Leer, leer, leer. Ey, wir sind mit Osnabrück. Die schlechteste Defensive überhaupt. Ich habe noch nie so eine Katastrophendefensive auf Schalke gesehen, seit ich Schalke gucke. 5 Tore. Machst 3 Tore auswärts und kassierst 5.
Wir hätten eigentlich nach dem 4-1, war Düsseldorf näher dran an dem 5-1 als wir an das 4-2. Muss man auch ehrlich sagen. Ne? Verdienter Sieg, schade. Beim Punkt hätte ich mich gefreut, wäre wie ein Sieg für uns. Aber so kannst du dich doch nicht präsentieren, die erste Halbzeit. Ich sehe kein, ey, sorry, wenn ich das sage, Herr Karell oder an die Verantwortlichen. Der Trainerwechsel hat absolut nichts gewirkt. Null. Null gewirkt. Null. Und jetzt muss ich den Trainer mal anzählen. Ich zähle den Trainer jetzt schon an und sag, wenn du jetzt das nicht siehst, welche Spieler da nicht hingehören, sorry, dann weiß ich nicht, wie du deinen Trainerjob machst, wie man den Trainerjob macht, sorry. Und ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Ja, der hat schon Ahnung, er weiß schon, was er als Trainer ist. Ja, ja, ich sehe das, ich habe ihr Augen und alle anderen sehen das auch. Ich habe doch im Vorbericht doch gesagt, wenn ich diese drei Spieler sehe, weiß ich schon, wie das endet, obwohl wir da zweite Halbzeit haben die Jungs noch ein bisschen gekämpft. Aber, sorry, passiv, kein und das Positionsspiel, keiner wusste was, dann kam der mit dem Zettel da, ach, hör auf, keine Struktur im Spiel, null, null. Und defensiv noch immer eine Vollkatastrophe, sie überlegt, eine Gurkentruppe hinten in der Abwehr, in der Defensive, Gurkendefensive. Gekämpft noch, die zweite Halbzeit haben die sich noch im Riemen gesetzt, wir haben auch gedacht, das ist typisch bei uns Fans. Liegst 3-0 zurück, boah, hab so einen Hals gemacht. Machst du 3-1, kriegst du 4-1 wieder, Bas, ey, so schlecht. Machst du 4-2, 4-3, ist die Hoffnung wieder da, boah, du strahlst wieder, bam, bam, kriegst du 5-3, alle Gurken, alle Flaschen leer. Aber ist so, so ist das leider. So ist das leider, so sind wir Fans. Die Ultras haben auch, wie ich verstanden habe, wie der Reporter gesagt hat, in der Halbzeit das Stadion verlassen. Ein Zeichen. Da muss ein richtiges Zeichen sein. Noch ein besseres Zeichen wäre, wenn die Ultras am Samstag gar nicht supporten, die erste Halbzeit. Um zu schauen, wie die Mannschaft reagiert. Weil sowas, wieder wie gegen Elversberg die erste halbe Stunde, jetzt wieder dasselbe Spiel. Langsam muss der Trainer wach werden. Sorry. Langsam muss der Trainer wach werden. Und ich habe gesagt, ich feiere keinen Trainer, weil du kannst jeden Trainer da eine Linie stellen. Das ist die Mannschaft. Aber den Trainer zähle ich an, weil er sieht das im Training. Jeden Tag im Training siehst du das. Und wir sehen das jeden Samstag im Spiel. Immer die gleichen Spieler dürfen spielen. Obwohl die jedes Mal scheiße spielen. Ne? Es geht nur um deren... Ich kritisiere nur deren Leistung auf dem Platz, nicht persönlich, dass ihr nur Bescheid weißt, bevor ihr wieder hier in den Kommentaren... um die Leistung. Ich sehe jede Woche immer dieselbe Scheißleistung von manchen Spielern, aber die dürfen immer spielen. Da kann ich auch bald Trainer werden. Da melde ich mich wirklich an und frage bei Schalke 04, darf ich auch bei euch Trainer werden, weil ist einfach Trainer zu sein. Ah, egal. Wochenende wieder versaut, danke, aber egal, Mund abwischen und jetzt die volle Konzentration gegen den Tabellenletzten Osnabrück und da ist ein Pflichtsieg, da ist ein Siegpflicht, da ist ein Pflichtsieg, mehr gibt es da nicht zu sagen, da müssen wir gewinnen. Wenn du da nicht gewinnst, ciao. Okay, schreibt reichlich in die Kommentare, wie ihr das seht, was sagt ihr zum Handspiel? Bitte erklärt mir, was sagt ihr zum Handspiel? Ich will nur die Frage wissen, was sagt ihr zum Handspiel? Nicht, dass das Handspiel jetzt dafür gesorgt hat, weil wir verloren haben. Nein, nein, wir haben schlecht gespielt. Düsseldorf hat verdient gewonnen. Nein. Respekt an Düsseldorf. Macht weiter so. Euch gönne ich auch den Aufstieg. Ihr habt auch gute Fans. Muss man auch respektieren. Ich bin ein Fußballfan. Ich respektiere jede Fanart, weil die auch ihre Mannschaft lieben, so wie wir unsere Mannschaft lieben. Okay, ciao, arrivederci.